Herzlich willkommen zu dieser Hypnose. Kennst du das, dass du unangenehme Aufgaben immer und immer zu vor dir herschiebst und deswegen deine Vorhaben und Ziele nicht erreichst, weil es dir an Selbstdisziplin mangelt? Dann habe ich hier etwas für dich. Meine Hypnose »Tun, was getan werden muss« kann dir dabei helfen, die Angewohnheit der Aufschieberitis aufzulösen und stattdessen Selbstdisziplin zu entwickeln. Und das mühelos und mit Begeisterung. Ich bin Special Agent Martina Kütter, im Dienste Ihrer Majestät dem Unbewussten. Mein Auftrag ist Mission Intense. Mein Spezialgebiet ist das Entwickeln von Soft Skills für Führungskräfte, Unternehmer und Unternehmerinnen. Damit du das Bestmöglichste aus dieser Hypnose herausholen kannst, möchte ich dich bitten, dass du dich an einen Ort zurückziehst, an dem du für die nächsten 30 Minuten ungestört sein kannst. Dann möchte ich dich auch noch bitten, dein Handy auf stumm zu stellen für die Zeit und dass du definitiv nicht an einer Maschine derzeit arbeitest oder irgendein Fahrzeug führst. Wenn das der Fall ist, dann verschiebe diese Hypnose und hör sie dir einfach später in Ruhe an. Wenn du dir jetzt deinen Platz gesucht hast und dich so positioniert hast, dass du dich entspannen kannst, dann atme doch einfach mal ganz erleichtert ein und aus. Sehr gut. Und nun konzentriere dich einfach mal auf drei Dinge, die du im Außen hörst. Einfach auf drei Dinge konzentrieren, die du im Außen hörst. Das können Fahrzeuggeräusche in der Ferne auf der Straße sein. Oder das Ticken einer Uhr. Und konzentriere dich jetzt mal auf drei Dinge, die du fühlst. Vielleicht, wie sich dein Bauch hebt und senkt, wenn du ein- und ausatmest. Und jetzt konzentriere dich erneut auf zwei Dinge, die du im Außen hörst. Und zwei Dinge, die du fühlst. Richte nochmal deine Aufmerksamkeit auf eine Sache, die du im Außen hörst. Und lasse zu, dass diese Geräusche im Außen dich noch tiefer entspannen. Und um Ruhe und Stille im pausenlos plappernden Verstand einkehren zu lassen, kannst du mit jeder Zahl, die ich sagen werde, ganz einfach in Trance dich versenken, eintauchen oder auch ganz leicht hineindriften. Und während ich von 1 bis 10 zähle, kannst du dich in die für dich heute tiefsten Hypnose versenken. Ganz leicht und entspannt. Und du kannst die für dich notwendige und ausreichende Tiefe für dich ausloten, um dein Unterbewusstsein sich öffnen zu lassen und
dein Unterbewusstsein darauf zu programmieren, ganz selbstverständlich die klitzekleinen Entscheidungen zu treffen, die dich dazu bringen, das zu tun, was getan werden muss. Und das nur, weil du für die klitzekleine Entscheidung jeweils 1, 2 oder 3 riesengroße Dinge gewinnst. Was könntest du gewinnen? Was würdest du gerne gewinnen wollen? Wie könnte Disziplin in deinem Leben dich bereichern? Vier Viertel hat ein Ganzes und das ist nur komplett, sagte das vierte Viertel und gewann im Nu 3/4 dazu. Und vielleicht denkst du, Hypnose ist so ein Quatsch. Ich höre alles, bekomme alles mit und bin nicht weggetreten, habe alles unter Kontrolle. Aber bei 4 und 4 gib 8. Vielleicht geht es dir wie dem tapferen Schneider, als er das Tor der sicheren und bekannten Stadt verließ. 5 und 5 macht 10. 5 Tore kennt die Trance. Deswegen gehen wir ab jetzt mit jeder Zahl durch 10 weitere Tore. Weiter und tiefer. Tiefer und Tore. Weiter und tiefer. Und tiefer. Tor für Tor. Sechs Seiten hat ein Würfel. Sind diese gefallen, ist die Anzahl der zu sehenden Augenpaare die Anzahl der Pendelbewegungen einer Pendeluhr, die es braucht, bis du in dieser aufregenden, mysteriösen, tiefen Hypnose bist. Einfach deswegen, weil du das Tor der Unendlichkeit durchschritten hast. Dann kannst du es tun, wie es das tapfere Schneiderlein es tat, als er durch das Tor die Stadt verließ. Der nur seine Kleidung trug und den besagten, berühmten Gürtel, auf dem er den Satz stickte, 7 auf einen Streich. Es waren nur 7 Fliegen. Vielleicht war es übertrieben, doch so fand er seinen Frieden. So wurde das tapfere Schneiderlein mit einen einzigen Entscheidung, seine seit vielen Generationen überlieferte traditionelle Zunft zu verlassen und dem einen einzigen Satz, 7 auf einen Streich, unsagbar reich. 8 geben, 8 nehmen. Achtsamkeit auf die Seite gelegt, Unendlichkeit. 9 Leben hat eine Katze, heißt es. Doch hat dies irgendeine Bedeutung in der Unendlichkeit? Ein Vorgeschmack auf vollkommene Unendlichkeit der Liebe erfährst du bei
10 heißt, in Hypnose zu gehen. Und das war längst bei der 1 geschehen. Und du kannst weitergehen. Weiter und tiefer. Weiter und immer weiter in tiefere Regionen deines Selbst. Hineinwandern in die Landschaft deiner Seele. Immer weiter und weiter. Durch weitere Tore schreiten. Und im Reich des Unbewussten, genauso wie das tapfere Schneiderlein, Aufgaben und Konflikte lösen, die wie glückliche Zufälle aneinandergereiht sind. Einfach das Unmögliche möglich machen. Mit Neugierde, Gottvertrauen, Offenheit, Leichtigkeit und Heiterkeit. Und Schneiders Zunft hin oder her, er tat, was er tun musste. Und auf einen solchen Wagemut, zur rechten Zeit am rechten Ort, die Gelegenheit ergreifen. Und der Beharrlichkeit folgt der Lohn. Wie beim tapferen Schneiderlein, als er als Nicht-Blaublütiger um die Hand der Prinzessin anhielt, mit Bauernschleue die Riesen erledigt, die ihr Unwesen im Reich des Königs trieben. Und er mehr erhielt, als er sich je hätte erträumen können. Er gewann die Liebe der Prinzessin, bekam sie zur Frau und erhielt obendrein das ganze Königreich. Geh weiter und tiefer. Weiter und tiefer. Also wandere in deiner inneren Welt. Und ich begleite dich einfach. Ich laufe neben dir her. Und während du tiefer und tiefer in die tieferen Regionen deines Selbst hineinwanderst, ein Spaziergang in deine innere Welt. Um Neuland zu erkunden. Und unbekannte Landschaften zu entdecken. Und neue Territorien zu erobern. Und so manches Mal kann ein solcher Spaziergang etwas in Gang setzen, was vorher gar nicht möglich war. So lass mich dich begleiten auf deiner Reise in deine innere Welt. Ein Spaziergang in weite Regionen. In die unendliche Landschaft deiner Seele. Als ich vor vielen Jahren im Himalaya eine Trekkingtour machte, liebte ich es, wenn der junge Jäger, der ebenfalls mit auf dieser Trekkingtour in unserer Reisegruppe war, an meiner Seite ging. Er war lustig, motiviert und nicht nur ein guter Zuhörer, er erzählte auch gerne und brachte mich zum Lachen.
Lachen ist bekanntlicherweise entspannend. Wir bemerkten gar nicht, welche extrem schwierige Passagen und Höhen wir während unserer Gespräche bewältigt hatten. Einfach deswegen, weil wir in Trance waren. Ja, wir waren sozusagen in einer Trekking-Trance, tief versenkt in unseren Gesprächen, während unser Körper, unsere Beine einfach einen Schritt nach dem anderen machten, ganz automatisiert, unbewusst, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, ob das nun der richtige Schritt ist oder nicht. In dieser Trekking-Trance übernahm das Unbewusste alles Notwendige, um uns sicher auf das Dach der Welt zu bringen. Es manövrierte uns ganz entspannt und selbstverständlich entlang auf schmalen Pfaden. Der Abgrund von vielen hundert Meter, vielen, vielen hundert Meter auf der einen Seite nach unten. Das Unterbewusstsein schien zu wissen, was richtig ist. Das Unterbewusstsein schien zu wissen, wo es genau hin muss. Es schien, als könnte es voraussehen, welches Hindernis als nächstes kommt, und führte uns einfach daran vorbei. Und es schien ihm schon vorweg klar zu sein, wo es hingehen muss. Während wir einfach nur quatschten und Spaß hatten, so viel Spaß hatten wir. Wir lachten und machten Scherze. Wir alberten herum und hatten eine Menge Flusen im Kopf. Und mein Wegbegleiter, mein Gesprächspartner auf diesem Weg, machte mich aber auch auf die vielen Dinge aufmerksam, die uns begegneten. Als Sieger hatte er nämlich ein großes Wissen über die Natur und seine Bewohner, Pflanzen wie Tiere. Dabei vergaßen wir, wie anstrengend es ist, auf 4000 Meter und auf 5000 Meter zu wandern. Der Sauerstoff ist knapp und für den Körper eine Höchstleistung. Ich könnte noch stundenlang erzählen. Doch auf deiner Reise gibt es etwas Wichtiges und extrem Spannendes für dich zu entdecken. Lass dich überraschen. Diese Gespräche hoch oben auf dem Himalaya mit diesem jungen Mann veränderten mein Leben in kürzester Zeit, nämlich innerhalb von 3 Wochen. Denn so lange dauerte diese unvergessliche Reise. Unverzüglich nach dieser Tour oder nach diesen Gesprächen schlug ich eine komplett andere Richtung in mein Leben ein. Ich veränderte mich. Ich wusste jetzt genau, was ich wollte. So traf ich klare Entscheidungen und tat, was ich tun musste. Und dieses Musste war anders. Dieses Musste machte Spaß. Dieses Musste erinnerte mich an die Entscheidung, die ich traf, als ich mich für diese Trekkingtour entschieden hatte. Ein kurzes, kleines und entschiedenes Ja zu meinem Kumpel Micha damals. Ich wusste, dass ich bei dieser Trekkingtour mit wollte. Ich wollte unbedingt in den Himalaya, wollte unbedingt
auf das Dach der Welt. Ich war von dem Gedanken elektrisiert. Aber dafür musste ich als Studentin irgendwie das Geld aufbringen. Und ich musste noch eine viel schwierigere Hürde meistern. Denn ich hatte 2 Wochen vorher eine Bauchoperation hinter mir. Für viele stellte sich die Frage, wie ich mit der Bauch-OP und der Narbe einen Rucksack von 25 Kilo tragen solle. Oder wie ich Geld verdienen soll, um die Reise zu finanzieren. Denn ich war ja aufgrund der OP krankgeschrieben. Und medizinisch hatte der Arzt mir abgeraten. Ich hatte keine Ahnung, wie ich diese Probleme bewältigen sollte. Und ja, ich kam ins Zweifeln, ob das richtig war, so eine Entscheidung zu treffen. Doch ich war mehr mit den Gedanken vom Himalaya erfüllt. Wie verspielte und tanzende Schmetterlinge kreisten die Gedanken vom Himalaya in meinem Kopf. Lauter Ideen und Bilder von dem unsagbar schönen Bergmassiv. Wie ich eins mit der Natur bin, den Widrigkeiten trotze und die Berge besteige. Das beflügelt meine Fähigkeit, Dinge schnell, effizient und sofort zu erledigen. So lass uns tiefer gehen. Wandere in deiner inneren Welt. Und ich begleite dich einfach. Ich laufe neben dir her, während du tiefer und tiefer in immer tiefere Regionen deines Selbst hineinwanderst. Erinnerst du dich an das tapfere Schneiderlein? Es ist zwar nur ein Märchen, doch überaus interessant. Denn er war ja überaus erfolgreich. Vom Schneider zum König. All seine Wünsche und Ziele hatte er erreicht. Doch um dorthin zu kommen, musste er eine Entscheidung treffen. Doch bevor er überhaupt in der Lage war, König werden zu können, träumte er davon, wie es wäre, wenn er einfach durch das Tor der Stadt gehen könnte und alles hinter sich ließe. Beim Nähen und Sticken war er meist wie in einer Trance. Denn er beherrschte sein Handwerk und es ging fast wie von selbst. Ganz automatisiert und routiniert glitt seine Nadel durch den Stoff. Und bevor er zu Ende geträumt hatte, wie es wäre, wenn er die Stadt verließe und die Welt erobere, wie schön es doch sei, wenn er das Herz seiner Liebe erobern könnte. Und selbst angesehen und wohlhabend im wunderschönen Gewand durch die Straßen schreiten würde. Wie schön könnte es sein. Er träumte von der weiten Welt, von der großen Liebe, von Abenteuer und war beseelt von Neugierde, was ihn erwarten könnte. Da war er auch schon fertig mit dem neuen Kleidungsstück von dem Statthalter und erwachte aus seiner Trance. Doch er hatte es satt, immer nur die Kleider für die Reichen und Wohlhabenden zu nähen. Und er wusste, dass das nur Träume sind, dass es sowieso niemals geschehen kann.
Er hatte es sich doch schon so oft vorgenommen, durch das Tor die Stadt zu verlassen. Und dann ist er doch nur ins Bett gestiegen. Und außerdem musste er doch noch das Gewand vom reichen Händler fertigstellen und hatte auch schon andere Aufträge angenommen. Und sein Vater verpflichtete ihn, weil ihm als sein Sohn doch das Schneidern im Blut läge und er eine Verpflichtung und eine Verantwortung gegenüber seinen Eltern und der Zunft habe. Reisen in die weite Welt, das kann er sich abschminken. Das wird sowieso niemals sein. Er kann nicht einfach die Schneiderszunft verlassen. Er würde seiner Familie ins Gesicht spucken, wenn er das täte. Denn die haben hart gearbeitet, um diese Stellung und Ansehen als Schneider zu erhalten. Seine Familie ist seit vielen, vielen Generationen in der Schneiderszunft. Und darauf muss man stolz sein. Von Zeit zu Zeit ging er jedoch zu seinem Freund Mischa, ein fliegender Händler. Das waren Händler, die überall auf der Welt einkaufen und verkaufen. Sie kommen und gehen. Und sie kommen herum. Und an dem Abend redeten sie wieder über seine Sehnsüchte und Träume. Seine Versuche, die Zunft und die Familie zu verlassen, sowie seine Verzweiflung, immer wieder diesen Versuch zu wagen, aber es doch nicht übers Herz zu bringen, seine Familie und seine Zunft zu verlassen und sie damit zu verletzen. Er hat doch niemanden anderes. Und man würde ihn ausstoßen. Und er würde nicht mehr dazugehören. Dann sagte der Freund Micha zu ihm: Schneider hin oder her. Ein Schneider muss tun, was er tun muss. Der Schneider begann mit den Worten: aber. Doch der fliegende Händler Micha sagte: Du musst tun, was du tun musst. Und er grinste ihn frech an und fuhr fort: Wer sagt denn, dass du nicht zurückkehren kannst? Und wer sagt, dass du woanders nicht schneidern kannst? Und wer sagt, dass du woanders nicht Freunde finden kannst? Und wer zum Teufel sagt, dass du nicht deine eigene Familie gründen kannst, der du zugehörig bist? Das schlug ein wie eine Bombe in seinen Kopf. Es befreite ihn. Er atmete auf. Er dachte nach. Und darüber spürte er, wie sein Körper von Energie überschwemmt wurde. Augenblicklich fühlte er diesen unaufhaltsamen Auftrieb, diese Antriebskraft. Jetzt ist plötzlich alles möglich. Durch seinen Kopf tanzten die Gedanken wie wilde, verrückte Schmetterlinge. Gedanken, wie er durch das Tor die Stadt verläße, neue Regionen erobert, seine Liebe findet und er ist elektrisiert.
Er war so aufgeregt vor Freude, fast als wäre er verliebt. Die Schmetterlinge waren nicht nur mehr im Kopf, er hatte jetzt sogar Schmetterlinge im Bauch und möchte am liebsten direkt seine 7 Sachen packen und seinen Gürtel mit den Worten 7 auf einen Streich nehmen und sofort loslaufen. Und er kann nicht anders. Schneider hin und Schneider her. Er tut es. Denn er muss es tun. Das gibt ihm augenblicklich die Kraft, die Dinge schnell, effizient und sofort zu erledigen. Immer dann, wenn er eine unangenehme Aufgabe erledigen muss, nimmt er einen tiefen Atemzug und besinnt sich auf all die schönen Momente. Und was ihm sein Freund Mischa, der fliegende Händler, gesagt hat. Schneider hin und Schneider her. Ein Schneider muss tun, was er tun muss. Und das klingt ihm im Ohr. Und schon ist er nur noch voll von Vorfreude, voll Tatendrang, Freude und Gelassenheit. Er erledigt ruhig und fokussiert eine Aufgabe nach der anderen. Und ihm wird klar, dass er Selbstdisziplin hat. Das heißt, dass er ein selbstbestimmtes Leben wählt, in dem er selbst entscheidet, was möglich ist. Oh, wie aufregend ist das! Er spürt, wie lebendig er ist. Er entscheidet sich für ein freies Leben, das auch mal unbequem sein kann. Aber indem er sich weiterentwickelt und seine Träume lebt. Und der tapfere Schneider darf sich freuen auf das wunderbare Gefühl, was er haben wird, weil er diese Schritte einfach ausführt. Und weil ich weiß und du weißt, und dein Unbewusstes weiß, wie dieses Märchen ausgeht. Dass der Schneider dranbleiben wird. Dass er dranbleibt an seinem Ziel. Und jeden Schritt auf seinem Weg genießt. Schritt für Schritt, ganz routiniert. Jede Handlung genießt, jede Wiederholung genießt und ganz von selbst und unbewusst und unbemerkt, Schritt für Schritt, ganz routiniert, seinem Ziel immer näher kommt. Ist es nicht so, dass auch du zu den Menschen gehörst oder gehören möchtest, die ihr eigenes Leben selbstbestimmt und deshalb erfolgreich in die Hand nehmen, statt auf dem Sofa zu sitzen und zu jammern und Ausreden suchen, warum das nicht geht oder warum sie es nicht können? Das tapfere Schneiderlein wollte zu denen gehören, die auch bei Hindernissen weitergehen und dranbleiben. Und du weißt ja, wo es ihn hingeführt hat. Er bekam als Nicht-Blaublütiger die Königstochter. Er bekam sie zur Frau und obendrein das ganze Königreich. Und auf dem Weg dahin gewann er viele Freunde, viel Ansehen. Er erlebte wunderbare Abenteuer.
Und er hatte so viel Spaß. Damals, als der Schneider dieses eine verändernde Gespräch mit seinem Freund, dem fliegenden Händler, hatte, kreisten seine Gedanken wirr umher. Und irgendwann war er wohl eingeschlafen. Irgendwann später. Zeit spielt keine Rolle. Und gegen Morgen hatte er diesen Traum. Er weiß es noch ganz genau beim Aufwachen. Er hatte diesen Traum. Er kann in diesem Traum weit vorausschauen, weit voraus auf die Zeit, von der aus er zurückschaut. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Weit vorausschauen, weit voraus auf die Zeit, von der aus er zurückschaut. Weit vorausschaut auf den einen Punkt, von dem man aus man zurückschaut. Und er ist so ruhig und so zufrieden an diesem Punkt. Er ist am Ziel. Und was ihn überrascht und was ihn verwundert, er weiß nicht mehr von diesem Inhalt, von diesem Traum. Er weiß noch, dass er ganz detailliert geträumt hat, von diesem Punkt weit voraus, von dem aus er zurückschaut. Er erinnert sich dann auch, dass er kurz vor diesem Traum wie zwei Stimmen gehört hat. Er wusste nicht, ob die Stimme von draußen kommt oder ob die Stimme von drinnen kommt. Und die eine Stimme war immer so kritisch und hat ihn beschuldigt und er lügt. Und die andere Stimme war eine wunderbare, sanfte, anerkennende Stimme. Und die eine Stimme war anerkennend und wohlwollend und die andere Stimme so vorwurfsvoll. Und diese Stimmen wechselten immer ab. Und plötzlich konnte er weit vorausschauen auf den Punkt, von dem er aus zurückschaut. Angenehm. Er sieht sich an dem einen Punkt, an den er wirklich hin will. Und er ist überrascht. Und nach dem Aufwachen sieht er, dass ihm viel, viel wichtiger ist, tief drinne, dass er genau weiß, dass er tief drinne diesen Traum hat. Er ist ihm viel wichtiger, dass er weiß, was er weiß. Und dass er inhaltlich weiß, dass er weiß, was er weiß. Und das ist überraschend für ihn. Normalerweise möchte er immer genau wissen, was er weiß. Und jetzt ist es ihm plötzlich wichtiger, dass er es weiß. Und er ist sich sicher. Er wird sich erinnern. Im richtigen Moment. Wie von alleine. So wie er so oft es erlebte. Irgendwann beim Nähen irgendwelcher Kleidungsstücke. Einfach wusste, wie man ein Kleid oder wie man einen Rock näht. Und auch wenn er schon Jahre kein Hemd genäht hatte, wusste er genau, wie er es tun muss. Er könnte es vielleicht nicht beschreiben, doch weiß er genau, wo er schneiden müsste, wo er die Naht ansetzen müsste. Er weiß tief drin, dass er weiß. Und so kann er einfach, wie er morgens aufwacht, einfach das Erste tun, was zu tun ist. Ganz gelassen. Er ist ganz überrascht über sich. Er tut einfach das Erste, was zu tun ist.
Und es ist eine so große Überraschung für ihn. Und du kannst nun langsam von deiner Reise zurückkehren, auf der du gelernt hast, dass du tun musst, was zu tun ist. Und dass dies nur eine Entscheidung ist, weil Selbstdisziplin nur eine Frage der Entscheidung ist, die Spaß macht und etwas Wunderbares ist, was dich glücklich macht. Ich zähle jetzt von 1 bis 5. Und bei 5 und nicht vorher öffnest du deine Augen mit einem für dich wunderbaren Gefühl. Nämlich mit dem Gefühl, dass auch das tapfere Schneiderlein hatte nach diesem befreienden Gespräch mit seinem Freund, der fliegende Händler, Mischa. Das gibt dir augenblicklich die Kraft, die Dinge und auch unangenehme Dinge schnell, effizient und sofort zu erledigen. Immer dann, wenn du eine unangenehme Aufgabe erledigen musst, nimmst du einen tiefen Atemzug und besinnst dich auf all die schönen Momente und was der fliegende Händler gesagt hat. Und schon ist zu deiner Überraschung nur noch Vorfreude da, Tatendrang, Freude und Gelassenheit. Und du erledigst ruhig und fokussiert deine Aufgabe eine nach der anderen. Und du tust, was du tun musst. Doch das eine sage ich dir, nämlich wie ich es geschafft habe, die 3-wöchige Trekkingtour nach einer Bauch-OP zu bewältigen, auf der ich sogar meinen ersten Gipfel von 5100 Metern bestieg. Du denkst, das ist eine übertriebene Geschichte, um dich zu unterhalten? Oh nein. Weit gefehlt. Es ist wahr. Und es war ganz leicht. Ich hatte einen Sherpa eingestellt. Ein Einheimischer, der für kleines Geld meinen Rucksack getragen hat. Und gleichzeitig konnte ich einen Menschen glücklich machen. Weil er aufgrund dessen einen Job hatte und seine Familie ernähren konnte. So einfach ist es, wenn man tut, was man tun muss. 1. Atme tief ein und aus. 2. Komm langsam zurück hierher an deinen Ort. Nimm deinen Körper wieder wahr. Auch die Außengeräusche können jetzt wieder bewusster werden. 3, dein Puls und dein Kreislauf kommen jetzt auf für dich gesunde Werte. 4, nimm nochmal einen Atemzug, beweg deine Hände und Füße, reck dich und streck dich. Und 5, welcome back to the world.